begrüße diesen Morgen, die aufgehende Sonne. Ich bin im Moment in der Nachbarschaft von Tamera und man hat bis hierher den Gong gehört und ich merke, was das für ein erhebendes Gefühl ist, die Vorstellung, dass jetzt überall Menschen an ihren Kraftplätzen sitzen und hineinhorchen in die Frequenz der Woche. Das ist so ein Freiheitsgefühl, weil jeder bei sich selbst ist und gleichzeitig etwas Verbindendes, also ein Wir, wo wir gemeinsam ausgerichtet sind auf das Kommende. Ja, und was in mir heute ganz stark aufkam, das waren zwei Aspekte. Das eine war der Satz, den ich früher immer in die Poesiealben geschrieben habe. Ich weiß leider nicht mehr, von wem er ist. Sei dir selber treu und daraus folgt, wie die Nacht dem Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Und wenn man da überlegt, was ist das für ein Selbst, dem man da treu sein soll, dann kommt es sicher nicht aus der Kraft der Konditionierung. Es kommt sicher nicht aus der Kraft von Gewohnheitsmustern, die mit uns gar nichts zu tun haben, sondern der Quell sitzt so viel tiefer. Und diese Quelle freizulegen, in dieser Quelle vertrauensvoll gebettet zu sein, das scheint irgendwie eine Herausforderung zu sein für diese Woche. Weil parallel nehme ich wahr, dass es eine Zeit ist der großen Veränderung. Und bei der Veränderung geht es nicht so sehr um die Frage, was verändert sich im Äußeren, das auch, aber den eigenen Blick zu erneuern, frag dich vielleicht 4-5 Mal am Tag oder am Abend, was war heute wirklich neu? Und das heißt, austreten aus diesen gewohnten Definitionen, aus den gewohnten Reaktionsmustern, um wirklich vorzudringen zu diesem tiefen, heiligen, echten Kern unserer selbst. Und es ist immer wieder, ich hatte das letzte Woche schon, dieser Gedanke, es kommt auf dich an. Das Ganze will sich durch dich offenbaren. Das Ganze will durch dich in bestimmter Weise entdeckt werden und auch in Sprache, in Wort, in verantwortlichem Handeln weitergegeben werden. Und dann merkt man, dass die Veränderung nicht von außen kommt, sondern es ist eine innere Kraft der Anteilnahme am Ganzen. Und dieses Gefühl, vielleicht muss ich etwas sagen, was niemand anders so sieht wie ich. Das ist wenn man sich darauf einlässt, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, dass das Ganze in seine wirkliche Harmonie geführt wird. Und dass, ob sich Dinge im Äußeren verändern oder nicht, auch sehr viel damit zu tun hat, in welcher Weise betrachte ich das Ganze. Also es sind meine Augen, durch die hindurch ich sehe. Und durch jeden von uns leuchtet ein anderes Universum und durch jeden von uns möchte ein Weg gebahnt, gesehen, verstanden und gegangen werden. Dieses, was ist wirklich neu, diese Übung mal zu machen, zum Beispiel mit Menschen, mit denen man sehr eng zusammen ist, wo man nicht denkt, das kenne ich schon, sondern was ist da jetzt neu? Was will da ganz neu aufstehen? Was will da ganz neu gesehen werden? Oder wenn dir jemand überhaupt nicht liegt, also wo man so automatisch mit Antipathie reagiert, dass man fragt, was kann ich da jetzt neu machen? Wie kann ich neu sehen? Wie kann ich Sympathie freilegen? Ja, ich habe das Gefühl, dass eine aktive Woche auf uns wartet, wo wir praktizieren dürfen. Was heißt, dass das Ganze durch mich hindurch verändernd sehen und betrachten möchte? Und was heißt in diesem Zusammenhang, sei dir selber treu und daraus folgt wie die Nacht dem Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. Ich wünsche uns eine gesegnete Woche. Es ist ein Stück auch das innere Kind, was da frei werden will, weil wahrscheinlich kennt ihr das auch, wenn ihr gut gebettet seid in euch selbst, also wenn ich gut gebettet bin in mir selbst, dann dreht sich meine ganze Auseinandersetzung nicht ständig um mich, sondern im Gegenteil, ich sehe die Welt mit kindlichen, staunenden Augen und entdecke sie neu. Möge das diese Woche
unser roter Faden sein, der uns begleitet durch alle Ereignisse hindurch. Ich wünsche uns und euch eine gesegnete Woche. Yasi.